Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bootstrap-Video-Training. Schön, dass du dich dafür entschieden hast, denn dich erwartet einiges. Wir sprechen heute über Bootstrap selber, was es überhaupt ist. Außerdem geht es darum, wofür und warum wir es benutzen sollten, den kompletten Funktionsumfang bzw. einige Teile davon. Also ich erkläre euch, was ihr mit den Bootstrap-Dateien LESS und SAS anfangen könnt. Außerdem geht es darum, Einstiegsbeispiele zu zeigen, sowie die Anwendungsmöglichkeiten von Bootstrap. Und zum Schluss dieses Trainings werde ich euch erklären, welche Vor- und Nachteile Bootstrap hat und welche Neuerungen euch in Version 4 erwarten, die aktuell noch in einer frühen Alpha-Phase ist. Damit würde ich jetzt direkt in dieses Training starten und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und viel Erfolg bei diesem Videotraining. Nach dieser kleinen Einleitung kommen wir direkt zu unserem ersten Kapitel: Was ist Bootstrap? Bootstrap ist ein freies und häufig verwendetes CSS-Framework. Bootstrap bietet neben vorgefertigten Buttons, Formulare und Tabellen auch ein eigenes Grid-System sowie Navigations- und Oberflächenelemente. Dazu gehören auch JavaScript-Erweiterungen wie Slideshow oder Akkordeon. Doch schauen wir uns einfach erstmal an, was Bootstrap alles beinhaltet. Wenn wir oben auf die Seite CSS klicken, dann sehen wir hier schon eine riesige Übersicht an CSS-Funktionen, die Bootstrap bietet. Darunter auch das vorhin angesprochene Grid-System. Das Grid-System, auch im Deutschen Raster-System genannt, basiert auf den 12 Columns, also den 12 Spalten. Diese werden hier unten auch nochmal gezeigt und erklärt und als vorgefertigtes Beispiel zum Kopieren direkt angeboten. Das Grid-System werde ich euch später aber noch an einem Beispiel ausführlich erklären. Doch das ist natürlich nicht alles, denn Bootstrap bietet neben der Typografie, also den vorgefertigten Headlines in diesem Fall, auch Tabellen oder Forms für zum Beispiel Kontaktformulare oder Newsletter. Ihr braucht diesen Code nur noch kopieren und Bootstrap formatiert das Ganze bereits. Also es gibt schon eine vorgefertigte Style von Bootstrap, die ihr dann einfach benutzen könnt. Natürlich könnt ihr diese Styles noch weiter verändern. Im Grunde genommen geht es aber darum, dass Bootstrap hier erstmal eine Basis schaffen möchte, auf der ihr arbeiten könnt. Wenn wir nun noch weiter runtergehen, dann finden sich hier auch Buttons für Submit, Input sowie Links. Diese gibt es sowohl in Farbe als auch in einem einheitlichen Farbton. Wofür ihr die Buttons dann verwendet, ist natürlich euch überlassen. Neben verschiedenen Größen können hier auch die Aktivzustände sowie Hoverzustände oder die ausgeblendeten Zustände mit einem einfachen Klick kopiert werden und dann einfach nur noch in euren Code einfügen und schon ist es in der Seite vorhanden. Wenn wir jetzt einmal wieder zurückgehen in den oberen Bereich und gehen hier auf Komponenten, dann seht ihr hier eine sehr große Liste von Icons, die bereits in Bootstrap integriert sind und wie schon bei CSS eine sehr lange Liste mit sogenannten Komponenten, die ihr einbauen könnt in eure Seite. Diese Komponenten sind ebenfalls im CSS schon vorhanden und können bei einem einfachen Klick in die Seite eingefügt werden. Hier einfach kopieren klicken und in euren Code einfügen. Das alles sind natürlich nur die Basiselemente. Das heißt, dass ihr wie schon beim CSS-Bereich diese ganz einfach anpassen könnt und natürlich auch anpassen solltet. Auf einige dieser auf der rechten Seite abgebildeten Komponenten gehe ich später durch ein Anwendungsbeispiel nochmal genauer ein. Abschließend zu diesem ersten Kapitel kommen wir nun noch zum JavaScript-Bereich. Dieser ist wie schon der CSS- und Komponentenbereich ebenfalls sehr umfangreich. Ihr findet auf dieser Seite Beispiele für ein Dropdown-Menü, für Pop-ups oder, was wir häufiger verwenden, für Slideshows oder sogenannte Collapse-Funktionen, die auch als Akkordeon-Effekt bekannt sind. Auch hier ist es wieder möglich, einfach über Copy und Paste den jeweils gewünschten Code zu kopieren, um die Funktion zu erhalten. Natürlich funktionieren auch andere Skripte, die jetzt nicht vom Bootstrap selbst entwickelt wurden bzw. implementiert sind, mit diesem Framework. Dazu müsst ihr ja nur auf der jQuery Library Seite gehen, um dort weitere Skripte zu finden. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem kleinen Kapitel bereits einen Überblick geben, was Bootstrap überhaupt ist. In diesem Sinne würde ich jetzt auf das zweite Kapitel übergehen,
warum bzw. wofür wird Bootstrap überhaupt benutzt und kann ich das überhaupt gebrauchen für meine tägliche Arbeit?